Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 20, die DEL-Saison mit den Kölner Haien. Heute schon der 21. Spieltag, gestern ein souveränes 14-0 in Wolfsburg eingefahren. Heute haben wir ein Heimspiel gegen die Krefeld Pinguin und morgen schon wieder das nächste Derby. Und zwar sind wir morgen zu Gast in Düsseldorf, aber erstmal kümmern wir uns um das Spiel heute. Und bevor es losgeht, natürlich nochmal der Hinweis, ihr seht es immer noch hier im Hintergrund, Pinktober, die Kampagne, die den Kampf gegen den Brustkrebs unterstützt, was überwiegend eben durch Eishockey zustande gekommen ist. www.brustkrebsdeutschland.de, die ganzen Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. 10% aller Donations, die ich in diesem Monat machen werde, werde ich an die Brustkrebs Deutschland e.V. zukommen lassen. Und da seid auch ihr in diesem Sinne dann mit im Boot. Ich würde mich freuen, wenn da eine ordentliche Summe zusammenkommen würde. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, der Hinweis dazu nochmal und wir fangen dann mal der ganzen Sache an. So, was haben wir denn für Zusammenfassung hier? 66, 64 im Angriff. Oh, die Verteidigung von Krefeld scheint ja richtig gut zu sein, 65 zu 61. Im Tor 74, 73, also relativ ausgeglichen. Ich bin mal gespannt, wie das heute wird. Beim ersten Spiel sind wir am Torwart der Krefelder Pinguine gescheitert. Schauen wir mal, wie das heute ist. Jussi Rinnes war, glaube ich, der Torwart, der uns wirklich hier zur Verzweiflung gebracht hat. Ja, dann schauen wir mal. Zurück in der Lanxess Arena. Und ich möchte nur noch mal da noch den Hinweis machen. Also, Donations habe ich ja sowieso jeden Monat. Aber wie gesagt, hier sehen wir noch mal Jussi Rinnes. Das wäre der Name. 7-6-3, 2,79 Gegentor pro Spiel, 90-3 die Frankfurter, ein Shutout. Wir gehen nochmal auf Gustav und dann sage ich das, was ich sagen wollte. 13-1-3, 1,34 Gegentor pro Spiel, 90-5 die Frankfurter, 5 Shutouts. Also Donations habe ich da sowieso jeden Monat, aber diesen Monat eben, weil es Pinktober ist, möchte ich meinen Beitrag dazu leisten und eben das Ganze unterstützen, weil es eben eine ganz gute Sache halt auch ist, die, ja wie gesagt, durch die Sportart, die mich wirklich am meisten begeistert, Eishockey, wodurch ich überhaupt erst auf diese Initiative aufmerksam geworden bin. So, jetzt haben wir Matsumoto, haben ordentlich Platz gerade. So, jetzt, verdammt, jetzt wollte ich die Scheibe rüberkicken, hat aber nicht funktioniert. Verdammt, jetzt hat Welch das ganz gut gelöst und ankert. Der Kapitän ist von Krefeld, was ich tatsächlich gar nicht wusste. Und jetzt Pascal Cerezin mit der Puckeroberung. Drüben läuft Eckeson. Aber, ja, das ist leider schon wieder weg, die Chance. Wir schießen einfach mal aufs Tor. Wow, Pascal Cerezin! So viel zum Thema. Oh mein Gott, Jussi Rinnes, was macht der da? Tja, das war jetzt dieser Alexander Oblinger-Effekt gegen Wolfsburg. Einfach mal das Ding aufs Tor bringen. Vielleicht geht er ja rein. Das war überhaupt nicht gut von Jussi Rinnes. Und was ist momentan mit unseren Verteidigern los? Da gehen momentan Tore rein, das ist ja unfassbar. So, wir schicken Hanowski, Genoway und Marcel Müller aufs Eis. So, Costello. Genoway fängt die Scheibe ab. Und Kindle mit der Puckeroberung. Ah, das ist jetzt eine blöde Position, aber da, er hat ja im letzten Spiel sein erstes Tor erzielt. Cerezin, oh, knapp vorbei, fast der Doppelpack von Pascal Cerezin. So, Kindle. Kindle ist was anderes. Chad Costello. 15 Punkte, Topscorer der Krefeld Pinguine. So, gehen wir mit Genoway ins Bulli und das gewinnt er auch. Dominik Tiffels. Interessante Statistik auf jeden Fall. Was ich mir mal angeschaut habe, der hat die meisten Checks gefahren für uns hier in der Saison. Ich zeige euch immer nur die Tore und die Assists und die Gesamtpunkte, aber da habe ich mal ein bisschen geschaut und tatsächlich Dominik Tiffels meiste Checks bei uns. So, und jetzt Genoway. Läuft. Drüben ist... Warum bleibt Marcel Müller jetzt stehen, Mann? So, Genoway. Wird allerdings aufgehalten. Und das ist tatsächlich schon wieder so wie letztes Mal gegen Krefeld. So ein richtig dummes Tor bringt uns in Führung. Oh Gott, wo passe ich hin? Ich wollte eigentlich... Jetzt schießt er. Das war jetzt gespeichert. Und jetzt Garnier gegen drei Krefelder. Horst Belt und Garnier
Fängt die Scheibe ab. Oh nein, Fehlpass. Und wieder Kai Hospelt. Szymanski. Wir versuchen einfach die Scheibe die Bande reinzudrücken. Das hat aber jetzt nicht so funktioniert. Trivulato, Szymanski. So, und jetzt geht's nach vorne. Lucas Dumont. Der Mann, der nur Tore macht. Oh, schade. So, Ukbekile. Rivas und Wesslau mit dem Save. So, und jetzt Robin Palka. Boah, wird aber heftig gecheckt. Und Oblinger. Und das ist die erste Strafzeit gegen Krefeld. Und es gibt, ja, Beinstellen. 2 Minuten für Braun. Matsumoto. Ja, er verliert wieder das Bulli. Hanowski. Ist keiner drüben gerade. Ackerson hat die Scheibe. Matsumoto, schade. Hätte ich nochmal rüberspielen sollen, da wäre er wahrscheinlich reingegangen. War ich jetzt zu hektisch. So. Und wieder Kindl. Ackerson. Matsumoto. Oh, wird da gecheckt. Krefeld ist gerade irgendwie mit einem Mann weniger besser als wir. Samponari. So, und jetzt, wie lange haben wir noch? 40 Sekunden. Wir probieren es nochmal mit Ben Hanowski. Da ist Kindl. Aber kriegt nicht einen Anker, spielt die Scheibe wieder raus. So, Sechsel. Auf Jason Best. Haben wir noch 16 Sekunden. Oh, Sechsel! Fast sein erstes Saisontor. Schade. War doch nochmal eine gute Chance da. Und Jussi Rinnes mit dem Save. Tja, 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 das ging nicht. Genoway muss jetzt nach hinten arbeiten. Rivas und Braun. Da ist Garnier. Trivelato und Wesslau mit dem Save. Und Garnier übernimmt. Ja, wen haben wir jetzt? Oblinger wieder. Schießen wir einfach mal. Der Oblinger-Effekt. Braun und wieder Oblinger. Oh, Braun natürlich. Oh, jetzt Rivas mit der Chance. Der Breakaway, der Breakaway. Wesslau hat die Scheibe. Und wir spielen schnell weiter. Der Überraschungsweg. Jetzt drüben vielleicht die Chance für Robin Palka. Still knapp vorbei. Oblinger. Die Chance lebt noch, aber jetzt ist sie weg. Kundari nimmt die Scheibe weg. Noch Wesslau. Und damit ist das erste Drittel beendet. Ja, glückliches Tor durch Pascal Sarrazin. Da war Jussi Rinnes noch nicht so wirklich auf der Höhe. Und ja, da gehen beide Teams in die Kabine. Und da sehen wir nochmal das Tor von Pascal Sarrazin. Ist die Kamera sogar schon gefühlt weggegangen. Na gut, ja, dann schauen wir mal auf die Schussstatistik. 5:5, das ist ausgeglichen. Zeit in der Offensive wie immer bei uns besser. So, und ich denke, heute wäre eigentlich mal ein guter Zeit, um die Torkrise von Marcel Müller zu beenden. Lange nicht mehr getroffen. Der Matsumoto fängt die Scheibe ab vorm Tor. Freddy Tiffels, der Mann mit den meisten Toren bei uns im Team. Und auch die meisten Punkte. Was ich auch interessant finde, Sarrazin ist der mit der durchschnittlich höchsten Einsatzzeit pro Spiel. Denkt man gar nicht. So, Wesslau wieder mit dem Save. Sarrazin übernimmt und da haben wir jetzt mal Marcel Müller. Vielleicht harmoniert er auch nicht mit seiner Reihe, wo er jetzt drin spielt. Oh Mann! Wieder Jussi Rinnes. Marcel Müller auf Dominik Tiffels. Und wieder Jussi Rinnes. Das gibt's ja gar nicht. Impossibile.
So, Janeway gegen Lagacé. Falls er so ausgesprochen wird. Aber dieses Apostroph über dem E, das deutet eigentlich darauf hin. Costello, Besse, Costello. Und Weslau macht die Scheibe. Hä? Der hat die doch gar nicht fest gehabt. Der Schiedsrichter sagt aber trotzdem Abpfiff. Okay. So, jetzt haben wir wieder Lagacé gegen Vohl beim Bulli. Und Vohl ist jetzt nicht so der Bulli-Experte von uns. Diesmal holt er. Oh, Best. Ach, Mann. Und Mo Müller räumt da erstmal auf. Dominik Tiffels auf Lucas Dumont. Tiffels. Mo Müller aber. Und jetzt Jason Best. Jawohl, Fabio Vohl. Da ist das Tor. Die angezählten Treffen plötzlich. Gibt's ja gar nicht. Haben aber echt extrem Glück jetzt auch gehabt, dass der Puck da nochmal so zu uns zurückgekommen ist. Sehr, sehr schön. Zweites Saisontor für Fabio Vohl. Unser Center der dritten Reihe. Und Best, der Pass hat aber auch gut gesessen. Ja, 2:0. Die Haien wieder auf der Siegerstraße. Ja, und jetzt Robin Palka, der braucht auch mal ein Tor. Und ja, prüft da Rinnes, aber dann kommt der Abpfiff. So, Hospelt. Warum ist Hospelt eigentlich kein Center? Ah, Palka, ich dachte, ich hätte die Scheibe. So, Ukbekile gegen Schmitz. Schmenski. Und Ukbekile. Sechse. Und da ist ankert. Es will einfach noch nicht gelingen für Robin Palka. Oblinger wieder. Ukbekile. Sill, aber ankert. Und mit Rinnes gibt es da jetzt ein paar Verständnisprobleme. Zerrissen. Und Rinnes hat die Scheibe. Und wir stochern mal hier ein bisschen rum. Interessiert keinen, oder was? Doch, ankert. Ankert wollte jetzt mal ein bisschen schnell. Oh, ankert sieht sogar tatsächlich einigermaßen realistisch aus. Mit den blonden, längeren Haaren. Oh nein! Das war zu viel des Guten. Ich habe wirklich 2 Minuten dafür bekommen. Und Weslau mit dem Save. Das ist ja echt doof jetzt. Das ist dumm gelaufen. Ich gefährde den Shutout. Mit dieser kopflosen Aktion. So, Janeway trägt die Scheibe raus. Moritz Müller mit dem Schuss und Rinnes mit dem Save. Aber dann wissen wir jetzt wenigstens, dass sowas auch tatsächlich mal zu einer Strafe führen kann, wenn der Schiedsrichter schon abgepfiffen hat. Und Mo Müller, da kommt nicht sein zweites Saison. Und jetzt ist Hospel auf einmal im als Center unterwegs. So, und Bulli gewinnt von Kobe Janeway. Moritz Müller verliert da die Scheibe an der Bande. Hospelt. Rumensch, Ivanek und Weslau mit dem Save. Hospelt jetzt gegen Dominik Tiffels. Und wieder Weslau. Nein! Nein! Spielverzögerung. Oh Gott. 42 Sekunden, 3 gegen 5. Ich mache mir gerade das Leben selbst schwer. Matsumoto verliert das. Bulli Weslau. Nein! Oh, Schläger gebrochen. Ey, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück, Mann. Rinnes. Zerrissen. Checkt da Costello in die Ecke.
Welch, Lagacé. Hai wieder zu viert. Und da ist das Tor. Ja, da haben wir uns selber das Leben schwer gemacht mit der Aktion. Da kriegt man den Gegentreffer. Justin Hodgman. Drittes Saisontor im Powerplay. Ja, Krefeld wieder da. Full beim Bulli. Und Bulli gewinnen. Kevin Gagné geht. Aber Welch mit dem abgelaufenen Puck. So, Fabio Fohl. Ach, toll. Okbekile arbeitet nach hinten. Saponari, Hodgman, Weslau. Und es geht wieder davon mit Kevin Gagné. Oh, Best. Ubekile. Ja, der kann halt nicht schießen. Er ist kein Scharfschütze in dem Spiel. Ankert. Hodgman und wieder Weslau. Halt nochmal fest. 5,4 Sekunden sind es noch. Ja, Krefeld gerade besser im Spiel als wir. Ja, Matsumoto mit dem Scheibengewinn. Und Freddy Tiffels. Ja, heute noch kein Faktor tatsächlich. Und damit gehen wir dann mal ins letzte Drittel. Mann, Mann, Mann. 13 zu 11 die Schussstatistik, also 82-8, also die Passquote sind ungefähr gleich. Aber wir müssen halt mehr aus unseren Chancen machen. Wir haben immer so viel Zeit in der Offensive, aber ich fahre da immer meine Kreise und weiß nicht, was ich tun soll. Weil es einfach so schwierig ist mit den Spielern hier. So, Matsumoto gewinnt die Scheibe. Kindl auf Zerrissen. Eckeson, oh, kriegt die Scheibe abgenommen von Welch. So, Kindl auf Eckeson. Oh, Eckeson absolut nicht im Spiel heute drin. Matsumoto nochmal. Bringt die Scheibe zu Kindl. Und Rimmes. Leider, leider genau in den Fanghandschuh. Der musste sich nicht mal bewegen. So, Genoway. Zerrissen fängt die Oh, Fehler. Fehler. Saponari kriegt die Scheibe von Zerrissen. Welch, Weslau auf dem Posten. Und da haben wir Jakob Kindl. Mann. So, und jetzt Genoway. Da Kommunikationsschwierigkeiten. Oh, da war Marcel Müller. Aber leider nur der Pfosten. Ankert und abgefangen. Und jetzt Best schickt Lucas Dumont. Aber da ist ja die Tür leider zu. Und da fehlen halt irgendwie die spielerischen Fähigkeiten bei Dumont in diesem Spiel, um da was draus machen zu können. Ich sprinte gerade, ich wollte es nur sagen, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. So, Dumont auf Best, der zu Mo Müller. Dumont hat nochmal die Scheibe Fohl. Gehen wir uns eigentlich dann mal ganz gut in Position hier. Fohl wird da zu Fall gebracht und es gibt keine Strafe. So, und Müller checkt der Schimanski in die Bande. So, und Dominik Tiffels zu Fohl. Dumont. Eckeson wieder auf dem Eis. Erste Reihe. Und da ist die Strafzeit. Sehr schön. Beinstellen. Und das muss uns jetzt auf jeden Fall ein Tor bescheren. So, Nonen.
mit dem langen Schläger. Und Matsumoto, Hinowski, Genoway und Eckerson sind die vier Offensiven, die es richten sollen. So, Kevin Gagner. Hanowski, sein Schuss wird abgeblockt. Trevelato. So, und jetzt Jason Eckerson. Vielleicht mit der Chance. Nein, viel zu feste der Pass. Wir sind noch nicht in Position. Hanowski kriegt die Scheibe nicht unter Kontrolle richtig. Jetzt haben wir noch 48 Sekunden. So, Eckerson nimmt die Scheibe und wird da weggecheckt. Und jetzt die Chance. Anker, Szymanski, aber abgefälscht. 16 Sekunden sind es noch. Westlau hat die Scheibe. Oh, und jetzt gibt's Icing. Mann. Tja, da haben wir nichts draus gemacht. Sehr ärgerlich. Krefeld hat 12 Bullies gewonnen, wir nur 7 in dem Spiel. Und Krefeld spielt sich gerade gut fest. Costello, Schmitz. Und Tiffels auf Kindl. Best hat die Scheibe nicht rausbringen können. Krefeld schon wieder bei uns im Angriffsdrittel. Man muss ja sagen, es ist eigentlich schon ein Top-Spiel, wenn man sieht, die Krefelder stehen ja nicht schlecht in der Tabelle. Costello, Westlau. Oh Mann. Genoway. Scheibe draußen und abseits. Das war jetzt enorm wichtig. 2:39 auf der Uhr. Wir haben uns das Leben wirklich schwer gemacht. Diese zwei doofen Strafen. Weil auch die zweite ist ja daraus resultiert, weil ich die Scheibe einfach rausspielen wollte. Matsumoto gewinnt Bulli. Und Mo Müller. Eckerson. Schade. Freddy Tiffels. Ach Mann. Letzte Minute läuft. Müller nochmal zu Eckerson. Jawohl, und Jason Eckerson. Damit macht er alles klar. 3:1. Jetzt wird Krefeld wahrscheinlich gleich mal den Torwart ziehen. Aber das war jetzt wichtig, das Tor. Und Jason Eckerson macht sein 7. Saisontor auf den Spuren von Freddy Tiffels, der heute leider sehr, sehr blass geblieben ist. Hätte jetzt da drüben noch gestanden. Ja gut, dann hätte Tiffels den Flasher reingeschossen. Aber Jason Eckerson erlöst uns jetzt fürs Erste. So, Sill gegen Welch beim Bulli. Und Sill verliert es wieder. Und Jussi Rinnes geht aus dem Tor. So, Kindl hinter dem Tor abgefangen. Und Zach Sill wird immer noch sein erstes Tor nicht gegönnt. Da haben wir Hospel, Saponari. Noch 28 Sekunden. Saponari. Westlau wieder im Kasten. Kundari, Westlau hat die Scheibe und das ist abgepfiffen. Strafzeit. Für wen? Für die Haie anscheinend. Zach Sill muss raus. Sieht aus wie Lubi Sahin. Okay, ja gut. Da hat der Schiedsrichter direkt den Arm gehoben. Hartes Checking. Und Zach Sill passt das gar nicht. Und jetzt 6 gegen 4. Und Dumont muss das Bulli nehmen. Westlau hat die Scheibe. Ah, das war ein Fehler. Costello. Westlau hält fest und ich denke mal, es wird beim 1:3 bleiben. So, Genoway geht jetzt raus. Verliert das Bulli.
Jo, und das ist der 3:1-Sieg. Muss man schon sagen, hart erkämpft heute. Also gestern Wolfsburg war entspannter, aber ist egal. 3 Punkte. Und Gustav Wester auf jeden Fall wieder mit einem richtig starken Spiel. Aber ja, Marcel Müller, eine kleine Krise, die er derzeit hat. War eine Zeit lang unser bester Scorer im Team. Und jetzt, keine Ahnung, trifft er nicht mehr. Seit er in dieser einen Reihe spielt. Und hier nochmal das letzte Tor von Jason Nackerson. Ja, da gucken wir mal. 20:14 die Schussstrategie. So, die Spieler des Tages. Moritz Müller. Hä, hatte der nicht ein Tor gemacht? Nee. Ach, Zerresen war das 1-0. Genau, so. Müller, Fabio Vohl, Gustav Westlau mit 19 Paraden in diesem Spiel. Also auf jeden Fall ein enorm großer Anteil daran, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten. Und da würde ich mal sagen, wir gehen zurück zum Menü und gucken uns dann zum Abschluss dieser Folge wieder die Tabelle an. Mal gespannt. Wäre schön, wenn auch die Münchner mal wieder gepatzt hätten, dass wir jetzt mal vielleicht so 6 Punkte Vorsprung hätten. So, also morgen gegen die DEG. Und immer noch kein Verletzter, der zurückgekommen ist, so wie es aussieht. Und die DEG hat wirklich gepatzt. Die Münchner haben wirklich gepatzt. Sind bei 46 Punkten. Also wir haben 5 Punkte Vorsprung jetzt anscheinend. So, genau, die Haie 51 Punkte, dann München 46 Punkte auf der 2, 44 Punkte Mannheim auf der 3, 39 Punkte Bremerhaven auf der 4, Ingolstadt 36 Punkte auf der 5, Iserlohn 34 Punkte auf der 6, Nürnberg mit 32 Punkten auf der 7, Krefeld mit 31 Punkten auf der 8, dann haben wir Düsseldorf mit 30 Punkten auf der 9, Augsburg mit 29 Punkten auf der 10, die Eisbären mit 18 Punkten auf der 11 und da sieht es schon echt problematisch aus im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze, aber gut. Es ist ja noch nicht mal die Hälfte der Saison rum, aber trotzdem schon erstaunt, wenn wir sehen, dass schon wieder hier so viele Spiele jetzt vergangen sind. Dann haben wir Schwenning mit 18 Punkten auf der 12, 18 Punkte Straubing auf der 13 und Grizzlies Wolfsburg mit 15 Punkten weiterhin auf dem letzten Platz. Dann gucken wir mal wieder auf die meisten Tore. Das sind die Kölner Haie mit 67, vor München mit 66, die wenigsten Eisbären Berlin mit 36, genauso wie die Schwenninger Wild Wings. So, dann noch die wenigsten Gegentore, ne, erstmal die meisten, das sind die Grizzlies Wolfsburg mit 68, und die Kölner Haie mit 31. Also da machen Wessler und Weizmann wirklich eine richtig gute Saison derzeit. Ja Leute, dann war's das für heute. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt euer Feedback wieder in die Kommentare. Was fand ihr gut, was fand ihr schlecht, was würdet ihr vielleicht noch verbessern? Oder vielleicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Eishockey, könnt ihr auch reinschreiben, werde ich euch dann beantworten. Die Links zu meinen Social Media Accounts findet ihr unten in der Videobeschreibung. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir mal ein Follow hinterlassen würdet oder auf meinem Discord-Server vorbeischaut. Der ist ebenfalls unten zu finden. Ansonsten jeden Tag um 15 Uhr neue Folge WW2K19 auf meinem Kanal. Um 18 Uhr jeden Tag eine neue Folge NHL 20, die DEL-Saison mit den Kölner Haien. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem YouTube-Kanal mal ein Abo hinterlassen würdet. Teil meiner Community werden wir diesen Weg zum gemeinsamen bestreiten würden. Dann bedanke ich mich jetzt nochmal fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.